Dienstag, der 28.06. Und ich bin auf dem Rückweg von Schweden. Ich bin jetzt gerade hier noch in Dänemark. Wir haben es jetzt so 5.30 Uhr gleich. Ich bin hier gerade auf den Fahrrhythmus. Deswegen zieht es hier so ein bisschen. Ich hoffe, dass er mich gut hören könnt. Ja, diese Woche soll wohl ein bisschen mehr los sein. Ich bin mal gespannt. Vielleicht auch mal wieder eine Tour, wo wir noch nicht waren. Ne? Das wäre ja auch mal wieder ganz schön. Würde mich auch freuen. Ja. Warten wir es mal ab. Ne? Ich fahre jetzt erstmal zurück nach Langenhagen. Und dann ja, habe ich die Dinge, die da kommen. Wie gesagt, ich war Sonntagabend losgefahren, 22 Uhr nach Kopenhagen, dann nach Helsingborg. Also meine übliche Tour, sage ich ja immer dazu. Weil ich die ja meistens habe. Ne? Genau. Gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro. Bis später. Oh, jetzt kommt hier der Guldborg-Tunnel. Ich glaube, da bin ich mit euch auch noch nicht durchgefahren, ne? Oder? Weiß es gar nicht. Wir machen das einfach mal. Ist so ähnlich wie beim Elbtunnel, der ist nur nicht so lang. Aber oben läuft halt Wasser drüber. Jetzt sind wir praktisch unter Wasser. Ja. Ja, ich fahre jetzt, wie gesagt, ja, erstmal nach Langenhagen zurück und dann fahre ich erstmal nach Hause, weil ich ja auf Standby bin. Ne? So sieht das aus. Ich werde jetzt hier auch nicht mehr so viel filmen, weil sonst wird das Video wieder so lang. Guten Abend, liebe Leute. Wir haben es 23.17 Uhr. Ich bin auf dem Weg vom Campingplatz zu FedEx. Fahre gut eine halbe Stunde. Ich soll um 0 Uhr nach Arnhem fahren, nach Holland. Heute ist ja noch Dienstag. Ja, heute ist noch Dienstag, genau, Dienstagabend. Mal gut, dass ich ein bisschen vorgeschlafen habe. Bin zwar erst um 17 Uhr ins Bett gegangen, aber gut. Ja, knappe 6 Stunden geschlafen. Ja, ich melde mich dann, würde ich sagen, gleich vom LKW noch mal. Guck mal, ist noch nicht mal richtig dunkel. Das ist noch der Rest vom Sonnenuntergang. Ja. Gut, ich melde mich vom LKW gleich noch mal, ne? Bis gleich. Ja, ich bin jetzt im LKW, wie man unschwer erkennen kann, ne? Ich muss nicht nach Arnhem, sondern in die Nähe von Arnhem, weil Arnhem ist ja immer noch nicht voll im Betrieb, und zwar nach Elst in Holland. Da war ich auch noch nicht. Da muss ich dann auch mal gucken, wo das ist. Aber ich habe mir das schon rausgesucht auf Google Maps. Es ist ziemlich in der Nähe von Arnhem. Ja, da fahren wir jetzt hin.
Und alles andere sehen wir dann, das weiß ich noch nicht. Ob ich dann gleich wieder zurückfahre oder ob ich da Pause machen muss und dann zurückfahre. Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Okay. Dann bis gleich. Hier kommt jetzt der Grenzübergang Elden. Steht auch meistens die Polizei und guckt ein bisschen, was der Verkehr so macht. Zweimal hier heute. Ja, hier ist hier die Ausfahrt Arnheim, also Düven, wo ich sonst immer hin musste. Aber das ist ja wie gesagt immer noch zu. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, wann die wieder aufmachen. Keine Ahnung. Bei FedEx rein, soll an das Tor 38, soll hier so halb rum ums Gebäude sein und danach ins Büro. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, jetzt keine Ahnung, ob ich hier warten muss oder wie oder was. Ich weiß nichts. Werden die mir wahrscheinlich alles gleich sagen. Oh, hier ist ja Wasser. Hinter dem Zaun ist Wasser. Cool. Sieht ja cool aus. Ist bestimmt am Tage schön hier. So, was haben wir hier? 23, 38. Mal drauf gucken. Ja. 38.
So, ich gehe mal ins Büro. Ich bin gerade im Büro drin und ich soll um 5 Uhr wieder reinkommen. Ich muss ja sowieso meine 45 Minuten Pause machen. Ich habe ja jetzt 4 Stunden 20 Fahrzeit voll. Ich koche mich mal einen Kaffee, frühstücke ein bisschen und dann ja, gehen wir noch mal rein. Und dann erzählen die mir, was Sache ist. Bis gleich. So, jetzt noch mal das Wasser bei hellem. So, ich suche jetzt meinen Trailer 2165. Und dann soll ich zurück nach Langenhagen. 21.065. Habe ich jetzt drauf. Jetzt muss ich noch mal ins Büro meine Papiere holen. CMR und so weiter. Und dann kann ich starten. Hier hinter stehen, weil ich ja da vorne rausfahren muss. So. Bis gleich. So, auf wie geht's? Nach 500 Metern. Fahren wir wieder nach Langenhagen, wa? Ich muss woanders hin. Aber nein, ich habe einen Kollegen getroffen, der musste noch weiter nach Eindhoven. Der ist von Nürnberg gekommen, hierher nach Elz und dann weiter nach Eindhoven. Kommt da gerade so mit 9 Stunden 45 hin, die Fahrzeit. Also eine 10er Lenkzeit fast. Ne, eine 10er Lenkzeit, ja genau. Fast 10 Stunden Fahrzeit, so wollte ich sagen. Wahnsinn, ne? Ja, ich habe jetzt 4 Stunden 20 sowas, wenn alles gut läuft. We'll be right back.
ist jetzt 9 Uhr. Ich bin gleich zurück in Langenhagen. Hab schon eine WhatsApp-Nachricht gekriegt für die nächste Tour. Und zwar ist die heute Abend um 23.30 Uhr Abfahrt nach Havidövre, Kopenhagen. Ja. Ja, da lohnt sich das gar nicht. Die 50 Kilometer nach Hause zu fahren, hin und zurück 100 Kilometer. Das bringt dann nichts. Deswegen werde ich im LKW schlafen. Ich hoffe mal, ja, dass das bei der Hitze einigermaßen funktioniert. Ich meine, gut, die Standklimaanlage hier, ja, nicht ganz so gut. Müssen wir mal sehen. Gut, ihr Lieben. Ich fahre jetzt noch eine Viertelstunde, dann bin ich bei FedEx. Dann mache ich Pause. Ich denke mal, dass ich so ab 10 Uhr versuche, mal einen Trailer zu bekommen. Und dann geht's Richtung Kopenhagen. Bis später. Hier in Dänemark haben wir Frühnebel. Das waren wir hier am Tage. Hui. Entschuldigung. Oh, das war aber ein Däner. Das waren hier am Tage 24, 25 Grad sowas. Jetzt haben wir 16 Grad. So, haben wir so ein bisschen Knienebel. Aber sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Mensch, die Scheibe, die sieht wieder aus wie ein Fliegenfänger. Kann man wirklich alle 5 Minuten putzen bei dem Wetter. Da kommt auch die Scheibenwaschanlage nicht gegen an. Das verschmiert dann nur und mehr nicht. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde. Dann bin ich schon mal in Kopenhagen. Oh, meine Ausfahrt! Havidövre! Auf geht's! Jetzt am Wochenende ist ja Truckertreffen, ne? Truckertreffen Wiese. Oh, das war dunkelgrün. Egal. Egal! Sie hatte mich beim ersten Hallo. Oh, geiler Kieper da vorne. Guck mal, der Kieper. Lass doch mal den Kieper rein, ey. Ja, ich bin müde, Leute. Dann habe ich immer eine kleine Macke. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, ne? Ah, ja. So, jetzt gleich abladen. Vielleicht habe ich ja Glück und darf auch abstellen. Und dann in die Pause. Ah, die Nachtschichten sind immer anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man über 40 ist. Nicht? Das ist wie mit so manch anderen Sachen auch.
man muss halt fit bleiben. Ja. Ich habe immer so zwischen 2 und 3 Uhr, da habe ich immer so, boah, das ist immer mein toter Punkt. Da habe ich immer so ein bisschen zu kämpfen. Wenn es dann wieder hell wird, so im Sommer, ne, so ab, was weiß ich, 3:30, 4 und so, da geht das schon wieder. Aber trotzdem, ich bin froh, wenn ich im Bett liege. Wisst ihr, der Mann macht's richtig, der fährt mit dem Fahrrad, fit wie ein Turnschuh, ne? Waden wie Reinhold Messner. So ist das richtig. Ja, kann ja im Grunde jeder machen, ne? Aber dass immer dahin kommen, ne? Der Weg ist das Ziel, oder wie heißt das? Aber der Weg, der ist oft gut. Ganz schön tote Hose hier, was ist denn hier los? Ich werde mal klingeln. Oh, hier ist die Kamera verrutscht. Oha. Große Katastrophe. So, jetzt geht das los. Jetzt einfach mal an Tor 6. Wenn es nicht richtig ist, kann ich ja noch mal umparken. Wow. So, abgeladen. Auflieger habe ich abgestellt. Ich durfte den nicht an der Rampe abstellen, weil die den Platz brauchen. Weil jetzt doch noch einige LKWs gekommen sind. So nach und nach. Aber ich bin jetzt fertig. Ich fahre jetzt raus. Und stelle mich draußen irgendwo hin, weil die haben ja diese Iglos dahingestellt. Da kann ich auf meinem Stammplatz nicht mehr parken. So traurig. Scania als Müllwagen. Ja, so gehört das, ne? So, gucken wir mal, dass wir rauskommen. So, jetzt stehen wir, liebe Freunde, und ich mache jetzt Pause, habe ein Plätzchen gefunden und dann geht es nachher weiter. Ich denke mal so gegen 18 Uhr, ne? Bis später. Hey, liebe Freunde, da ist er wieder. Ja, ich konnte gar nicht so schnell filmen, wie ich fertig war. Wir haben es jetzt 19.16 Uhr und ich bin schon auf dem Weg nach Rødby in den Fährhafen. Bin um 18.30 Uhr weggefahren. Musste noch meine Fähre umbuchen, weil ich ja jetzt wieder eine knappe Stunde früher dran bin. Ja. Geschlafen habe ich ganz gut. Heute Morgen, als ich mich hingelegt habe, war es ja noch recht angenehm draußen. Ja. Dann bin ich aber wach geworden, weil es richtig heiß war in der Hütte. Dann musste ich meine Klimaanlage anschmeißen und ja, da war ich natürlich erstmal wach. Aber egal, im Großen und Ganzen funktionierte es ganz gut. Aber ich mag das mit Klimaanlage nicht so gerne, auch während der Fahrt nicht. Aber wie gesagt, wenn es zu heiß ist, dann geht es halt einfach nicht anders, ne?
weil sonst wird man ja einfach bekloppt. Ich bin früher, als ich angefangen habe, LKW zu fahren, ja nur ohne Klimaanlage gefahren. Aber dazu muss man sagen, da war es auch nie so, so oft so schwül heiß, ne, wie es heutzutage ist. Da war es zwar auch warm im Sommer, aber es war irgendwie anders. Und vor allen Dingen hat es sich abends auch immer schön abgekühlt. Ja. Aber heute ist das ja oft dann gleich so drückend, ne? Man hat so ein, zwei Tage, da ist es richtig geil und dann wird es so schwül heiß, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann, ja, das ist ja kaum auszuhalten. Vor allem, wenn man schlafen muss am Tage. Das geht gar nicht. Naja, was soll's. Bonbonland steht da. Ein kleines Freizeitpark ist das. Wenn ich da richtig informiert bin. Ich werde, was haben wir jetzt, 19.19 Uhr, ja, 2040 werde ich da sein in Rugby, also eine sehr gute Stunde noch. Mein Chef hat mir auch schon geschrieben, wenn ich dann die Tour hier erledigt habe, dann soll ich ins Wochenende gehen. Geht es für mich dann Sonntagabend weiter. Ja, ist doch cool. Freitags früh Wochenende finde ich geil, weil hat man noch was vom Freitag komplett. Den Sonnabend, den Sonntag, ja gut, der Sonntag, der geht dann so bis nachmittags, dann ruhe ich mich meistens auch ein bisschen aus für die Nachtschicht, wenn es irgendwie möglich ist. So, ich bin jetzt in Rugbyhafen. Boah, das ist ja hier noch voller als letztes Mal. Ja, fast alle Reihen voll hier. Ja, die sind gerade leer geworden, weil eine Fähre gekommen war. Wahnsinn. Aber ich habe ja Gott sei Dank eine Buchung, ey. Boah. Das wären ja Stunden. Bist du verrückt? So viel Warenverkehr. Irre. Einfach nur irre. Ich habe vorhin mit meiner Frau
Frau telefoniert und die sagte, auf dem Campingplatz waren 32 Grad. Sie hat vor dem Ventilator gesessen. Oh, habt ihr gesehen? Hammer. Ja. Das ist das jetzt noch eine schöne Abkühlung. Jetzt sind wir schon bei 20 Grad, eben waren es noch 25. Und das um 1 Uhr nachts. Weil jetzt haben wir es 20 schon. Es geht runter. Aber meistens geht ja der Regen nicht so lange, ne? Das geht auf jeden Fall gut ab. Wow! Ja, Freunde, ich habe es befürchtet. Hier ist wieder ein bisschen Stau. Okay. Ich sage dann mal Tschüss und auf Wiedersehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.